Moin moin alle zusammen. Heute habe ich für euch ein Haul bzw. die neue Kollektion von MAC und zwar die Naturally LE. Und es ist absolut mein Ding. Also es ist absolut meine Kollektion und ich habe mich so drauf gefreut auf die Kollektion. Und Gott sei Dank habe ich alles bekommen, was ich haben wollte. Und ich liebe alle Sachen, die ich gekauft habe. Ich liebe sie und ich kann sie jedem nur empfehlen. So, fangen wir auch gleich mal an. Und zwar habe ich mir alle 5 Lidschatten, alle 5 Mineral-Lidschatten gekauft, weil erstens mag ich die Mineralize-Lidschatten von MAC total, vor allem wenn da keine groben Glitzerpartikel mit bei sind. Und die sind vom Auftrag einfach genial, sage ich euch. Da sind nur 2 eigentlich mit ein bisschen Glitzer, aber das ist nicht so schlimm. Und heute habe ich auch einen drauf. Ich weiß nicht, ob man das auf meinen Augen sieht, diesen wunderschönen Schimmer. Das ist eine absolut tolle Farbe einfach. Ja, und zwar mit der ersten Farbe, das ist Summer Haze. Das ist so eine schöne beige-braune Farbe. Also beige mit Marmorierung, also mit brauner Marmorierung. Und das trage ich, wie gesagt, heute auf meinem Auge auch. Ich habe es dann jeweils für euch einmal, ich hoffe, wir sind jetzt nicht überbelichtet hier. Ach, ist immer so schwierig. Ich habe einmal für euch hier Summer Haze trocken aufgetragen. Auch sehr schön. Habe ich auch heute auch trocken auf meinen Augen. Und einmal feucht aufgetragen. Das ist dann feucht. Natürlich wirkt das dann Ganze ziemlich metallischer und schöner. Die Farbe kann ich absolut nur empfehlen. Für Sommer auch genial. Dann habe ich Daylight, das ist diese wunderschöne Farbe hier, das ist so ein Flieder-Lila Ton. Die Farbe habe ich einmal hier für euch. Trocken ist sie nicht so farbintensiv, wie sie feucht aufgetragen ist. Ich hoffe, das erkennt man. Feucht aufgetragen ist sie extrem metallisch und wunderschöner Fliederton. Hatte ich letztens auch drauf, super schön. Die nächste Farbe ist Cloudy Afternoon. Das ist so ein grün, silber, braun, ja, aufgetragen geht es mehr ins gräuliche, gräulich-topfarbene. Da ist einmal Cloudy Afternoon trocken. Seht ihr, da kommt auch nicht so viel. Also die Farbabgaben sind gut, aber die Farbe ist dann nicht so intensiv. Und hier ist Cloudy Afternoon einmal feucht aufgetragen. Natürlich ist das dann wieder viel intensiver und schöner. Jetzt kommen die 2 beiden letzten, bei denen ein bisschen Glitzer mit bei ist. Und zwar einmal Twilight Falls. Das ist eine sehr schöne Farbe, eine sehr schöne Marmorierung vor allem. So ein Taubbraun, so ein Taubbraun mit leichten lila Unterton. So, die Farbe habe ich trocken aufgetragen, ist die Farbe ganz anders. Das ist eher ein Rotbraun mit schönem Glitzer. Und feucht aufgetragen geht es ins Taubschlammige. Ohne Glitzer dann. Nur noch ein schön metallischer Schimmer. Schmeckt gerade, mir wird voll warm. Und die letzte Farbe ist In the Sun. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Das ist mehr so ein lila, Burgund, Gold, Kupferfarbe. So sieht das aus. Das ist die einzige Farbe, die extreme Glitzerpartikel hat, wo das auch beim Auftragen ein bisschen schwierig ist und es dann runterfallen kann. All die anderen haben keine Fallouts, also wirklich super aufzutragen. Die Farbe ist trocken auch nicht so intensiv, sehr schön aber dennoch anders, als wenn man sie feucht aufträgt. Feucht ist das so ein schönes Kupferbraun, einfach nur wunderschön. Also ich liebe die Farben, die sind genial und ich bereue es überhaupt nicht, die gekauft zu haben. Schaut sie euch nochmal am Counter oder in eurem MAC Store an, kann ich nur empfehlen. Dann habe ich mir meinen Lippenstift, also was heißt mein, für mich ist es mein perfektes Nude, weil ihr wisst ja, ich liebe ja mein Park Street von P2, aber das wurde ja aus dem Sortiment genommen und ich bin ja immer auf der Suche nach irgendetwas, was ich genauso oft tragen kann und immer tragen kann, weil ich greife immer zum Park Street, wenn ich nicht weiß, was ich tragen soll als Lippenstift, wenn ich es eilig habe oder sonstiges, es passt immer und es ist auch ein super schönes Nude für mich. Allerdings, wie gesagt, meine Backups neigen sich dem Ende. Und die Farbe ist einfach ein super Dupe zu Park Street. Natürlich ist sie ein bisschen anders, ein bisschen heller, nicht so bräunlich wie Park Street, aber einfach genial für mich. Ich liebe sie. Die Farbe heißt A Perfect Day und es ist ein Amplified, das heißt gut deckend und schön cremig. So sieht die Farbe aus. Ein wunderschönes Nude, sage ich euch. Und hier einmal geswatcht.
Also wirklich, wenn ihr den Lippenstift noch nicht geswatcht habt oder noch nicht ausprobiert habt, probiert den mal aus. Ihr werdet den lieben. Das ist eine wunderschöne Farbe, sage ich euch. Ja, dann habe ich mir beide Mineralize Skin Finishes geholt, Redhead und Blond. Und bei Blond war das so, dass sie meins verkauft hatten, obwohl ich mir das reserviert hatte und ich war so stinkig. Aber die liebe MAC-Verkäuferin hat es mir dann irgendwie nochmal auftreiben können, für mich nochmal nachbestellt und ich habe es, Gott sei Dank. Sonst wäre ich echt sauer geworden, weil ich das unbedingt haben wollte. Ja, und zwar einmal Redhead. So sieht das im Pfännchen aus. Einfach wunderschön und ich trage das heute auch in Kombination mit einem Blush aus der Kollektion. Und ich liebe diese Kombination. Ich trage sie die letzten Tage nur und es macht so ein frisches Gesicht. So einfach genial. Ich habe sie jetzt auch wieder drauf. Einfach wunderschön. Oh Gott, ich komme ins Schwitzen. Hätte ich wohl nicht den dicken Schal nehmen sollen. So. Hier habe ich. Wo ist denn Red Hat? Da. Hier habe ich Red Hat für euch geswatcht. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gut erkennen kann, aber es ist wunderschön. Und wie gesagt, ich habe es heute auch wieder drauf. Dann habe ich mir Blond geholt. Das geht mehr ins Rosa, ne? Red Hat ist mehr ins Bräunliche und Blond geht mehr ins Rosane. Und hier ist Blond. Das habe ich allerdings noch nicht aufgetragen. Ich weiß nicht, wie das auf dem Gesicht also rüberkommt. Keine Ahnung. Aber Redhead ist einfach genial. Ja, dann zu guter Letzt habe ich mir noch zwei. Ich muss mal gucken. Ja, ich habe noch Zeit. Zu guter Letzt habe ich mir noch zwei Mineralized Blushes geholt. Es gab drei. Ich habe nur zwei geholt, weil der eine sah dem von Sleek ziemlich ähnlich. Habe ich nicht mehr geholt. Und zwar einmal den, den ich jetzt gerade drauf habe mit Redhead zusammen. Subtle Breeze. Und das ist eine wunderschöne Farbe. Das ist ein schöner Pinkton. Einfach genial. Ein schöner, warmer Pinkton. Könnt ihr hier auch auf meinen Wangen gut erkennen mit Redhead zusammen. Einfach genial, sage ich euch. Wirklich super. Und einmal die Farbe Early Morning. Das ist eher so ein Rostbraun-Rot quasi. Sehr, sehr schön. Und hier habe ich sie nochmal für euch geswatcht. Einmal Subtle Breeze. Schöner Pinkton ohne Schimmer und einmal Early Morning ohne Schimmer, auch sehr, sehr schön. Habe ich nochmal beide Hände für euch komplett geswatcht, hier alles. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet einen schönen Überblick da über die Kollektion bekommen. Wer weiß, vielleicht ist auch hier oder da mal was für euch noch mit bei, wo ihr noch denkt, ihr könnt es ja mal euch angucken am Counter. Macht das mal. Sorry, dass ich so schnell rede, aber ich möchte dieses Video nicht länger als 10 Minuten machen. Deswegen, so Leute, vielen Dank, dass ihr das eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video und ja, habt euch lieb. Bye, bye.